klar, ich habe meine Ziele so, aber es ist nicht so, dass ich sage, zum Beispiel früher, wenn ich meine alte Zeit so überlege, was wir alles gemacht haben, das ist unglaublich, was wir zum Beispiel mit Hüseyin manchmal für Angebote ausschlagen. Wir gucken uns manchmal an, das sind so Kleinigkeiten, aber wir sagen, das passt nicht zu uns. Aber das ist mal eben 100.000 Euro, wo wir sagen, okay, können wir nicht machen, das ist halt nicht so geil. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, diesen Luxus zu haben und zu sagen, ich mache das, worauf ich Bock habe, anstatt zu sagen, ich muss jetzt alles machen, ich muss der Reichste sein, ich muss nicht der Reichste sein. Manche Grenzen kannst du gar nicht überschreiten, wenn dieses Loyalitätsding nicht zu 100% stimmt. Ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr so, dass es dich dann noch reicher macht. Wir haben es selber gemacht, das hat uns keiner geschenkt.